So, und für Helga. Das nächste Spiel, meine Damen und Herren, für das nächste Spiel haben wir hier Der Esel von Karl Kossmeyer. Ja, meine Herren, Sie dürfen gleich versuchen, auf diesem Esel zu reiten. Ja? Ich bitte Sie nur eins, von vorne an den Rand zu gehen und nicht von hinten, dat fangen Sie gleich vals an. Von vorne greifen Sie tief in den Mähnen. Einer muss anfangen, würde sagen, wenn Sie... Oh, fast! An den Mähnen, nicht um sein Haus. An den Mähnen, ja. Okay, genug. Der nächste. Hoppla. Jetzt von vorne. Fest an den Mähnen, ja. Hoppla! Yes! Noch einmal! Ja, hopp! Fest an den Mähnen, ja, hoppla! Und jetzt rauf! Okay, danke schön! Und als Jury, kommen Sie bitte neben mir. Als Jury haben wir einen Mann, der mehr geritten ist, als wir alle hier im Studio zusammen. Paul Schockemüller. Herr Schockemüller, haben Sie das mal versucht? Ja, mit dem, ich glaube, der ist mir ein bisschen zu groß. Möchten Sie es mal versuchen? Ja, ich bin heute nicht so richtig in der Lage. Herr Schockemüller, Sie haben ein paar Notizen gemacht. Wer hat es nach Ihrer Meinung am mutigsten oder am besten gemacht? Ich glaube, er hatte den Esel oder das Mulli am besten im Griff. Der da mal richtig so halb drauf war. Der Toni. Der Toni, vier Toni. Punkte, ja. Guten Tag. Ich glaube, die Nummer 1. Bernd. Nummer 1 war Bernd. Das war der Bernd. Der war auch recht gut, würde ich als zweiten bezeichnen. Drei Punkte für Bernd, ja. Dann die Nummer 2 hatte einen recht eleganten Abgang. Wer war Nummer 2, Willi? Ja. Willi, ja, eleganten Abgang, der kriegt dann 2 Punkte, ja. Und der letzte war auch recht gut im Abgang, der würde ich dann einen Punkt Leider bleibt geben, nur noch ein Punkt, nur bleibt noch hier. Punkt. Herzlichen Dank, Herr Schockemüller. Auf Wiedersehen. Und damit steht es nach diesem dritten Spiel 17 zu 13 Punkte. Das heißt, wir sehen uns in der letzten Runde wieder. Danke. Gehen Sie bitte.